Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Heute ganz leise sein, weil wir unsere Jungs vor den Rotröcken warnen müssen. Weil wir ganz leise sind. Auf, mein Freund? Alter, wir sollen leise sein, habe ich gerade gesagt. Untergräbst meine Autorität. Finde ich nicht in Ordnung. Zuerst klettern wir mal diesen Baum hier hinauf. Mal was ganz Neues. Und dann fallen wir irgendwie halb runter. Es war geplant. Genauso wie das. Ich steig wieder aufs Pferd, als Maul. Wollte cool wirken vor meinem neuen Freund. Alten neuen Freund. Ah, jetzt haben wir den richtigen Weg gefunden. Sehr schön. Ja, wie soll man auch wissen, wie man einen Baum hochklettert? Ganz ehrlich. Gut, in meiner Kindheit bin ich öfters mal einen Baum hochgeklettert, aber nicht so filigran. Nicht so geisteskrank. Jetzt Maul da unten. Ich hab zu tun. Siehst du das nicht? Ich schwinge hier von Ast zu Ast. Schwing? Schwing? Wenn ich runterfalle, bin ich tot. Oh Gott. Was hast du denn vor? Ich weiß es selber nicht. Wo bin ich gerade? Wo bin ich? Ich glaube... Scheiße, meine Hände! Meine Hände stecken fest! Zu Fuß werden wir es nie rechtzeitig schaffen! Als Maul da hinten! Ihr habt zu tun! Ich muss hier diesen Baum erklimmen. Das ist offensichtlich nicht so leicht. Ist. Ich glaube, ich gehe zurück. Bin ich? Wie lange kann Connor an einem Baum hängen? Auf, mein Freund? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin geisteskrank. So, komm. Hopp. Und hopp. Ja, wo jetzt hin? Ja, es ist ja schön und gut, dass ich schwingen kann und so, aber... Connor? Siehst du nicht, dass ich Spaß habe? Hä? Wo soll ich hin? Ich glaube, ich bin auf dem falschen Ast, glaube ich. Ich glaube, ich bin hier falsch. Umdrehen, Connor, umdrehen. Bist du wohl auf, mein Freund? Der mich denn da unten nervt. Und nicht, dass ich keine Ahnung habe, was ich tue. Hä? Aber, hä? Connor? Ich hab keine Ahnung, was ich da tue. Oh, ich bin durch den Baum durch. Lol. Okay, und jetzt? Oh Gott, ist das... Das ist verdammt anstrengend. Ich weiß nicht, wohin. Steig aufs Pferd, Connor. Ja, siehst du nicht, ich hab Spaß. Oh, synchronisieren, ich hab's geschafft. Ah. Gott. Ist kein Stück anstrengend, Leute. Bäume erkleben ist kein Stück anstrengend. Hui. Okay, ich bin tot. Da unten ist normalerweise... Steig wieder aufs Pferd! 3 Meter zu niedrig? Nein. Zu kurz. 3 Meter zu kurz gesprungen. Gut. Egal, wir sind auf dem Pferd. Ich führe dich zu denen, die wir alarmieren müssen. Folge meinen Anweisungen und wir sind bald fertig. Einen offenen Konflikt. Na, das kann ja was werden. Drücke, um nach Anweisungen zu fragen. Okay. Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Okay. Das heißt, er zeigt eigentlich nur geradeaus. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Wir sollten die Straße verfolgen, obwohl da werden die ganzen Wachleute sein, ne? Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Aber so ein bisschen... Okay. Wir machen mal hier eine Kurve, ne? Macht dir nichts aus. Rotröcke. Was machen die denn hier? Breite weiter! Höchstwahrscheinlich auf uns warten. Botschafter sein. Sei vorsichtig, Connor. Sie dürfen die anderen nicht warnen. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Dann ist er gut, dann ist er gut. Böse Leute? Nein. Nette Leute. Ist ja überhaupt nicht auffällig, dass wir zu zweit auf dem Pferd reiten. Lass uns zu Fuß weitersuchen. Okay, dürfte es kompliziert werden. Richtige Haus finden, ja?
Ich sehe schon, wo das Problem ist. Kann ich hier klopfen? Nein. Da. Bitte sei die richtige Tür. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Ja, dann rein. Rein. Oh. Lass alle wissen, dass die Rotröcke auf Lexington und Concord marschieren. Die Briten kommen! Sehr unauffällig. Zurück in den Sattel, mein Freund. Wir müssen noch mehr Leute warnen. Sehr, sehr unauffällig. Die Briten kommen. Klar. Logisch. Hey, ja. Ich dachte, wir haben es geschafft. Nee, nochmal werde ich so einen scheiß Baum nicht erklimmen. Bitte vergessen, nicht in der Aufnahme. Der Große. Da lang, Connor! Ja, dann ist ja gut. Ich vermute mal, wir folgen dem Weg. Habe ich dir recht, Mister? Reite weiter! Ja, ich... Wir reiten mal hier lang, ne? Das scheint mir doch der sichere Ort. Diese voll easy, die Quest. Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Wenn du nicht so schreien würdest, würdest du auch keine Aufmerksamkeit erregen. Ich bin genau vor dir, mein Freund. Genau vor dir. Ich vermute mal, da wollen wir hin. Vorsicht, Connor. Es gibt vielleicht noch mehr Kundschafter. Exzellent. Die Richtung stimmt jetzt. Sind wir nicht da? Exzellent. Die Richtung stimmt jetzt. Was bist du für einer? Oh, scheiß drauf. Es ist sicherer, wenn wir uns den Häusern zu Fuß nähern. Was bist du? Hör was? Hör auf, Bäume zu klettern. Alter, hör auf! Wie retarded bist du denn? Royce Wood Gegenstände. Danke. Was? Ach so. Soll ich für ihn ein paar Sachen zusammenschubsen? Ja? So. Hast du das gehört? Könnten Rotröcke sein. Vorsicht! Ja, ja. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Habe ich auch selbst gesehen. Sag Bescheid. Die Rotröcke sind im Anmarsch. Sofort! Wir flüstern und der schreit uns an. Ich hoffe, das ist der letzte. Exzellent! Die Richtung stimmt jetzt! Ich meine, wozu muss ich nachfragen? Ich sehe doch, wo lang es geht. Theoretisch eigentlich nur den Weg entlang. Bis zur nächsten Siedlung. Da hinten ist die wahrscheinlich schon. Reiten wir hier durch. Nein, hier ist ein Fluss. Wohl kann mein Pferd durch den Fluss, weil da oben sind Wachen. Scheiß Pferd, ganz ehrlich. Oh je, bei Nacht sieht irgendwie alles gleich aus. Könnte hier über den Baumstumpf, aber nicht mit dem Pferd. Es ist hier wenigstens leicht. Du dreckiges Pferd, das ist doch nicht tief. Schwimm doch. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Ja, wir müssen über die Brücke. Aber glücklicherweise sind die Idioten gerade über die Brücke gegangen, währenddessen wir jahrelang einen Weg gesucht haben. Perfekt. Es ist sicherer, wenn wir uns den Häusern zu Fuß nähern. Wir hätten doch gleich durch den Fluss gehen können, ganz ehrlich, Freund. Manchmal muss ich nicht. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Die Rotröcke kommen. Hier, wir sind hier. Ach, cool. Wie wir gesagt haben, sie sind da. Schneller! Wir müssen ihnen entkommen! Okay. Das ist aber kein offener Konflikt, oder? Zeitlimit müsste für das Erreichen des... Wir müssen die Rotröcke abschütteln! Was zum... Na gut, so kann man mit dieser Situation sicher auch umgehen. Alter, jetzt gehen wir nicht auf den Sack, ganz ehrlich. Ich hab doch eigentlich nicht die Zeit, jetzt muss ich gegen die kämpfen. Toll. Mit Fäusten auch noch. Au!
Hau doch wenigstens dein Freund um. Ja, spüre meine Axt ins Gesicht. Na toll, jetzt nimmt er sie wieder auf. So, weg mit deiner Scheißwaffe, dann kannst du dich nämlich nicht mehr wehren, ha? Wie gefällt dir das? Und du? Weg mit dir. So. Wir schaffen es wahrscheinlich nicht. Zu knapp für meinen Geschmack. Aber weiteren Überraschungen aus dem Weg. Mein Pferd hat sich einfach gedacht, er legt sich schlafen. Was hast du denn vor? Aufsitzen! Komm. Ach, das ist Missionsziel. Doch nicht. Was wäre das Missionsziel? Nein, das ist optional. Wir schaffen es nicht. Soweit ich mich erinnern kann. Du musst sie irgendwie abhängen, Connor. Cool. Da kommen wir schon mal nicht durch. Hier, dann nach links. Ist das ein langer... Hier und dann nach Schneller, links? Schneller! Wir müssen ihnen entkommen! Oh gut, ich geh nach links, wie du es gesagt hast. Oh, cool, es funktioniert. Ey. Unglaublich. Hey, ja. Gut, die Zeit ist abgelaufen. Du musst sie irgendwie abhängen, Connor! Nein! Scheiß drauf. Das war zu knapp für meinen Geschmack. Lass uns weiteren Überraschungen aus dem Weg gehen. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Es ist sicherer, wenn wir uns den Häusern zu Fuß nähern. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Ja, komm, wiederhol dich doch. Wo zum Teufel ist der? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Natürlich sicher. Toll. Prescott? Guten Abend, die Herren. Hör zu, die Rotröcke kommen. Du musst deine Männer sammeln. Und eine Hose anziehen. Sofort. Der kleine Kavalier. Mit der sehr unerotischen Unterwäsche. Ja, damals, Freunde, war die Unterwäsche noch nicht so erotisch mit Slips, Männerslips und so, ne? Gab's nicht. Zum Glück. So, haben wir es geschafft, ja. Nein. Wieso konnten wir gerade so schnell reiten? Und jetzt muss ich hier durch die Gegend schleichen. Mann. Reite doch schneller. Reite wie der Wind. John. Willkommen in Lexington, Connor. Jetzt suchen wir Hancock und Adams. Lexington. Da waren wir doch auch im Vorort, ne? Spur von Dawes. Ich hoffe, es geht ihm gut. Der Straße würde er nicht sein. Nehme ich jetzt mal stark an. Paul, Connor. Schön, euch zu sehen. Du musst verschwinden. Die Rotröcke kommen. Ei, wie William sagte, lass sie ihre Suche durchführen. Sie finden nichts. Du verstehst nicht. Pitcairn hat vor, dich zu töten. Ich fürchte, das stimmt. Dann haben wir wohl keine Wahl, als zu gehen. Was ist mit euch? Dawes und ich reiten weiter nach Concord. Connor, am besten bleibst du hier und hilfst John Parker, die Stadt zu halten. Das gibt uns Zeit, alle zu warnen. Oh, ist das nicht diese... Oh nein, bitte nicht. Oh, nein. Der Mitternachtsritt. Ja, war klar, komm. Mein Pferd hat sich schlafen gelegt. Was soll ich denn machen? Vitamintabletten geben oder was? Nein. Nein, das ist... Oh Gott, nein. Ja, sprich mit ihm. Lexington, 19. April 1775. Bleibt standhaft, Männer! Ihr dürft niemals zuerst schießen! Doch wenn Sie unbedingt Krieg wollen, lasst ihn hier beginnen!
Pitcairn! Auseinander, ihr Drecksrebellen! Legt die Waffen nieder und geht heim! Was zum Teufel macht ihr denn? Großartig. Haltet eure Positionen, Feiglinge! Verräter! Die kommen nicht zurück. Du musst mit denen auskommen, die geblieben sind. Erklär mir nicht, wie ich meine. Schieß zurück! Schieß zurück! Ich muss sofort nach Concord und die anderen warnen. Zeig das dem dortigen Anführer. Der Mann hört auf den Namen James Barrett. Jetzt geh schon! Wenn ich nur irgendetwas über den Unabhängigkeitskrieg wissen würde, das wäre sau cool. Dann könnte ich euch hier ein paar Geschichten erzählen, aber ich lasse es da an. Hey, darf ich das Pferd haben? Cool. Tschüss. Kann ich eigentlich auf den anderen. Ach nee, das ist mein Kumpel, ne? Oder ich wollte ihm eigentlich gerade das Pferd klauen. Aber ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Los, go! Aber schnell hier. Wir haben noch keine Zeit. Wir haben 2 Minuten. Aber das weiß ja Connor nicht. Wenn Connor das wissen würde, dass wir nur 2 Minuten haben. Bitte, er würde schnell reisen. Er kann schnell reisen. Wieso tut das nicht? Die Frage ist nur, geschieht das Ganze zeitlos? Ich sollte mal, wenn ich das nächste Mal schnell reise, mal irgendwie auf die Tageszeit achten. Gucken, wie sie sich verändert. Das könnte nämlich recht interessant werden. Zivile Geiseln befreien. Was? Noch hier kein Samariter, Alter. Ich wollte doch hier gar nicht mitmachen. Wo sind denn die Geiseln? Ich sehe hier keine Geiseln. Achso, da hinten. Hoppla. Gut. Wir sind dran vorbeigelaufen. It happens. Habe ich nicht gesehen. Eine Überraschung für die Hummerbuckel. Aber es kommt bestimmt gleich noch eine Geisel. Wenn ich drauf wetten. Oder auch nicht. Wir sind da. Sorry. Blut wurde vergossen in Lexington. Noch mehr wird folgen. Die Rotröcke kommen hierher. Ach, sag bloß. Was glaubst du, warum wir hier sind? Geh heim, bevor dir noch was zustößt. Ich habe genug Probleme ohne so einen Grünschnabel, der den Helden markiert. Ich bürge für ihn. John Parker ebenso. Wo ist Revere? Gefangen. Was? Keine Angst. Der Mann ist brenzlige Situation gewohnt. Der kommt klar. Ganz sicher. Genug geschwätzt, die Damen. Parker scheint zu glauben, du seist nicht vollkommen nutzlos. Also schätze ich, es gibt 1-2 Dinge, bei denen du uns helfen kannst. Wenn der Kampf beginnt, müssen wir diese Stellung halten. Das ist entscheidend für die Verteidigung von Concord. Gute Jungs, aber keine Soldaten. Sie brauchen jemand mit Erfahrung, der sie anführt. Kannst du das für sie tun? Zuerst mich Grünschnabel nennen und dann sagen, dass ich hätte Erfahrung. Du hast mein Wort. Dann bleibt uns jetzt wohl nur noch eins. Warten. Ich könnte alle alleine umbringen. Ja, die alle würde ich alleine umbringen. Hätte ich keine Schmerzen mit. Sir! Bemannt die Barrikaden! Nein! Meine Männer müssen diese Stellung halten. Wenn die Roten durchbrechen, sind wir dran. Was soll ich dabei tun? Hör gut zu. Die Rotröcke bilden Schützenlinien. Gib den Schießbefehl kurz bevor die Reihe bereit ist. Zu früh und sie verfehlen ihr Ziel. Zu spät und der Feind wird das Feuer eröffnen. Verstanden. Und wenn ein paar der roten Bastarde durchbrechen, greif sie an. Halte meine Männer am Leben. Freunde, das werden wir nicht mit den optionalen Sachen schaffen. Ich jetzt. So. Macht euch bereit. Wir warten, bis wir das Grüne in ihren Röcken sehen. Die haben nichts. Das war der Witz dabei. Feuer frei! Easy. So, wir müssen halt verschiedene Truppen befehligen, dass sie von den Seiten kommen. Die Frage ist, wie komme ich an die ran?
Ja, meine Hand ist oben. Cool. Ich glaube, ich muss Zeug, ne? Feuer! Sorry. Jetzt schießt doch! Aber wenigstens sind wir bessere Schützen als die. Das muss ich schnell auf die andere Seite. Und die kommt von beiden Seiten. Wartet auf mein Signal. Feuer! Go! Ich geh mal so lange auf die andere Seite, ja? Ich hoffe, ihr überlebt es. Oh Gott, da kommen sie auch noch von der Mitte. Go! Jetzt feuern! Ihr seid alle tot, oder? Macht euch bereit! Feuer! Ich glaube, ich habe auf der anderen Seite verkackt. Wartet auf mein Signal. Nicht schießen! Feuer frei! Go, go, go! Oh, die sind schon am Schießen. Das Signal abwarten. Ich laufe einfach nur hin und her. Das Signal abwarten. Jetzt feuern! Ich habe nicht gesehen, wo die sind, aber ich feuere trotzdem einfach mal. 130 Signal muss ich abwarten. Abtöten, ja. Gutes Wort. Okay, da kommen welche. Oh, die sind in Sichtweite. Vorbereiten! Feuer frei! Oh, die kommt von der Mitte. Das Signal abwarten. Feuer frei! Und ich werde auch all meine Leute verlieren. Geh doch in Deckung, solange ich nicht da bin. Feuer frei! Das Signal abwarten. Feuer! Und die, ja, wie sollen wir das denn schaffen? Wartet auf mein Signal. Schießt! Da kommen ja schon die nächsten. Schießt! 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 Ich tanze um euch herum. Schießt! Verdammt. Ja, ihr macht das schon alleine, ne? Ihr kriegt das denn nicht. Ich spring so lange hier drauf, weil ich cool aussehen will und. Jetzt runter mit dir, Mann! Was machst du denn? Das ist toll, jetzt sind sie alle tot. Was soll denn die Scheiße? Ich komme zu euch, Mädels. Wartet auf mein Signal. Feuer frei! Er schießt sie, oh Gott. Okay. Macht euch bereit. Doch, können wir es tatsächlich schaffen. Vorbereiten! Feuer frei! Okay. Ich glaube, da ist umgekippt. Macht euch bereit! Feuer frei! Wie soll man das denn schaffen? Vorbereiten! Los! Ich laufe hier nur von A nach B und sag Feuer, 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 Feuer. Wartet auf mein Signal. Ich renn kurz nach. Oh Gott. Hab ich's geschafft? Hab ich's geschafft? Rückzug! Halleluja. Es ist geschafft! Sie ziehen den Schwanz ein! Yay! Hab ich das optionale Ding des Kirchens geschafft? Sag please ja. Genial. Saubere Sache. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Das sah ja mal richtig scheiße aus. Ey, ich hätte gedacht, wir verlieren mindestens 20 Leute. Ich war ja nie wirklich rechtzeitig da. Ich habe einfach nur gesagt, ja, Feuer, Feuer, Feuer. Hätte ich vielleicht ein Pferd nehmen müssen? Das muss ein Monster sein, der so etwas tut. Wenigstens sind sie fort. Ich hätte ihn töten sollen, als ich konnte. Weißt du, wo Pitcairn jetzt sein könnte? Zurück in den vertrockneten Schoß der Briten, kein Zweifel. Dort formiert er sich neu und plant die nächste Gräueltat. Ich muss ihn finden. Je länger ich warte, desto mehr werden leiden. Kopf hoch, Freund. Viele, die heute sterben, sollten leben noch. Nur wegen dir. Und was ist mit denen? Wir tun, was wir können mit dem, was wir haben. Das ist nicht genug. Das ist es nie. Die Gefechte von Lexington und Concord. Auch geschichtlich sehr relevant. Keine Ahnung davon. Man muss dazu sagen, in der deutschen Schule wird das halt nicht beigebracht. Also nicht richtig. Klar wird da mal erwähnt, ja hey, da gab es mal so einen Unabhängigkeitsscheiß. Aber das interessiert euch nicht, wir leben ja in Deutschland. Zur Unterstützung eures glorreichen Vorhabens. Ich hoffe, ihr akzeptiert meinen aufrichtigen Dank für diesen außerordentlichen
Vertrauensbeweis. Doch im Fall unglücklicher Ereignisse, die meiner Reputation schaden könnten, bitte ich die Gentlemen in diesem Raum darum zu bedenken, dass ich in aller Ernsthaftigkeit erkläre, mich dem mir anvertrauten Kommando nicht gewachsen zu fühlen. Wahrlich, ich kann mir wirklich keinen geeigneteren Mann denken. Wirklich? Mir fallen mehrere ein. Charles Lee. Dieses schwere Amt anzutreten. Kennen wir uns? Ich würde auch nicht erwarten, dass du dich erinnerst. Komm, Connor, ich möchte dir jemanden vorstellen. Ich werde über alle meine Ausgaben buchführen. Tut mir leid, dich sofort zu zerren, aber eine Prügelei ist das allerletzte, was wir jetzt brauchen können. Prügelei, Messer ziehen, Kehle durch. Connor, darf ich vorstellen? Das ist unser soeben gewählter Commander in Chief, George Washington. Ah, du bist der, der Sam und John bei Lexington gerettet hat. Das waren allein die Patrioten. Ich habe ihnen nur geholfen. Ebenso bescheiden wie tapfer. Wir bräuchten mehr Männer wie dich. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, ich sollte mich lieber um Charles kümmern. Er scheint nicht sehr glücklich zu sein, dass man ihm bei der Entscheidung überging. Schön, dich kennenzulernen, Connor. Das etwa heißt, dass Charles Lee was gibt es Neues alle von ihm einnehmen hätte können? Ich habe gehört, er zog sich nach Boston zurück, wo er von 1000 Rotröcken bewacht wird. Der einzige Weg, an ihn ranzukommen, ist, ihn herauszulocken. Zu deinem Glück starten wir eine Offensive gegen die Stadt, um genau das zu tun. Israel Putnam hat das Kommando über unsere Truppen. Wenn du ihm dies zeigst, wird er dir jede Hilfe geben, die du brauchst. Du findest ihn im Heerlager auf Bunker Hill. Du hast meinen Dank. Gern doch. Das war das Mindeste. Pitcairn ist ein gefährlicher Mann. Je eher wir ihn los sind, desto besser. Dasselbe gilt auch für Charles Lee. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die heben wir uns für später auf. Brich jetzt auf nach Boston. Meine Fresse, hingehen, Kehle durchschneiden und einen Keks freuen. Was ist denn daran so schwer? Wir könnten es so einfach haben. So einfach. Stattdessen werden wir traurig die Folge bilden. Freunde, wir wollten Charles Lee nicht töten, weil alle Idioten sind. Haut rein, euer Zero Juice.